beenden, weil ansonsten ist es so. Warum rede ich eigentlich gerade darüber im Let's Play? Aber wurscht, es muss eigentlich immer an derselben Stelle enden. Ansonsten ist es halt noch schwieriger für mich, das Ganze zu produzieren. Erde habe ich natürlich nicht mit, das heißt, ich muss wieder rüberrennen in das das glorreiche Land. Das Land des Längs. Boah, es kotzt mich so an. Ich freue mich endlich, wenn ich meine. Also, wenn ich mehr RAM drin habe. Und ja, wie gesagt, zuerst kommen die RAM und dann kommt der Monitor. Darauf freue ich mich auch schon richtig, richtig hart. Naja. Dafür gehe ich jetzt dann auch bald arbeiten, während der Schulzeit. Montag bis Freitag Schule, Samstag arbeiten, um halt noch so ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und dann habt ihr erstmal eine bessere Auflösung, weil ich will ja versuchen, auf Original raufzuladen. Und ich habe mich auch schon erkundigt, ich habe auch schon einen Monitor gefunden, der mir gefällt. Nur das Problem ist, dass der halt ein bisschen viel kostet, 800 Euro oder 700 Euro. Und ehrlich gesagt möchte ich nicht die ganze Zeit meine Eltern anschnurren. So, Mama, kannst du mir vielleicht mal so 800 geben oder so, damit ich mir so einen Monitor leisten kann? Ja, sicherlich. Warte mal. Ja, sicherlich, Matthias. Komm mal mit auf die Bank und hier hast du dir 800 Euro. Willst du dir vielleicht auch noch einen Lolli kaufen? Ja, Mama, bitte kauf mir noch einen Lolli. Also sowas kann ich nicht bringen. Und ehrlich gesagt würde ich mich dann auch nach einiger Zeit scheiße fühlen, wenn ich die ganze Zeit irgendwie meine Eltern anschnurre. Und deswegen gehe ich jetzt auch arbeiten, damit ich auch irgendwie dann meinen Monitor habe. Damit ihr dann bessere Qualität, bessere Auflösung habt. Es ist so, dass es dann mehr Speicher verbraucht, dass es länger zum Raufladen braucht. Aber durch die geplante Raufladen-Funktion ist es im Endeffekt ja viel, viel besser. Weil dann kann ich einfach über Nacht raufladen oder einfach am Tag, wenn ich zum Beispiel zum Freund gehe. Damit ihr einfach das dann habt. Wie gesagt, auf Original ist es halt auch so, dass es dann für manche Leute sagt das Ganze ja nichts. Manche Leute wissen, was HD ist, manche wissen, was Full HD ist. Viele wissen natürlich, was ich damit meine. Nur trotzdem möchte ich halt erklären, für manche Leute, die es halt nicht wissen, was Original zum Beispiel ist. Original ist folgendes. Und zum Beispiel euer, ich nehme jetzt einfach nur irgendwelche Beispielmaße. Ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt. Aber zum Beispiel, mein Monitor hat jetzt eine Auflösung von 2500 zu 1600. Ich nehme genau diese Maße auf, 2500 zu 1600. Und renne dann das Ganze auf diesem, ja, ich renne dann diese Maße sozusagen. Also zu 2500 mal 1600 mal. Und dann, wenn ich das dann auf YouTube rauflade, wird das Original. Es ist so, dass Full HD eine Auflösung von 1920 zu 1080 hat. Und deswegen ist es so, dass wenn ich jetzt das Ganze auf 2500 zu 1600 rendere und das rauflade, wird es deswegen zu Original, weil es noch keine weitere Stufe als Full HD gibt. Deswegen hat sich YouTube gedacht, wir nennen das Ganze einfach mal Original, so wie ich das aufgenommen habe. Und ja, das ist Original. Ein bisschen wie erklärt, aber ich glaube, vielleicht wird es jetzt ein oder andere gecheckt haben, der es vorher noch nicht wusste. Und für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von dem ganzen Scheiß, Auflösung ist dazu da. Umso besser die Auflösung ist, umso. Mann, was leckt die Scheiße so? Ich könnte kotzen. Umso besser die Auflösung ist, umso schöner ist das Bild. Weil umso mehr Pixel es gibt, umso flüssiger ist der Übergang. Weil manche Leute werden. Also, ich glaube, dass es einfach noch immer irgendwelche Leute gibt, die das nicht wissen. Deswegen erkläre ich das nur mal. Weil wenn man zum Beispiel sich das Ganze auf 240p anschaut, dann seht ihr ja, dass das Ganze nicht so schön ist, sondern ein bisschen verpixelt ist. Und wenn man das dann auf Full HD anschaut, dann ist es eigentlich eine viel, viel schönere Grafik. Die Übergänge sind viel flüssiger. Und wenn man es auf Original rauflädt, dann ist es natürlich noch viel, viel besser. Kommt drauf an, welche Auflösung man hat. Und ja, wie gesagt, ich spare jetzt drauf, damit ich mir sowas leisten kann. Außerdem werde ich jetzt noch den PC, den mir mein Freund geschenkt hat, weil der PC ist kaputt. Und den hat er gesagt, ja, nimm ihn hier, vielleicht reparierst du ihn, dann habe ich es jetzt nicht geschafft. Und vielleicht gehe ich jetzt auch irgendwie zu irgendeiner Firma, lasse ihn auch reparieren.
Und das hat dann für mich halt den Vorteil, wenn ich dann auf dem einen PC zum Beispiel Minecraft render, kann ich auf dem anderen PC zum Beispiel irgendwie jetzt Battlefield aufnehmen. Jetzt nur ein Beispiel. Und dann rende ich das eine auf dem einen PC, kann auf dem anderen PC aufnehmen. Und während das dann auf den, während ich auf dem anderen PC das render, kann ich kann ich auf dem ersten PC wieder aufnehmen. Und so erspare ich mir halt viel Zeit. Dazu brauche ich halt nur einen zweiten Monitor. Oder im Prinzip eigentlich auch einen dritten, weil, jetzt kommt's, weil ich kann ja nicht so machen, dass ich auf dem einen Monitor nur HD aufnehme, wie es derzeitig der Fall ist, weil der Monitor unterstützt zwar eine Auflösung von 1920 zu 1080, nur ist es so, dass mein Monitor dann den Rand nicht zeigt, sondern dass der irgendwo verschwunden ist. Also ich sehe zum Beispiel dann die Windows, das Windows-Symbol überhaupt nicht mehr und unten die Taste sehe ich dann auch nicht mehr. Deswegen habe ich eine Einstellung von 1768 zu irgendwas. Nur für alle Leute, die es interessiert. Ja, und deswegen müsste ich mir eigentlich zwei Monitore anschaffen, um das wirklich zu verwirklichen. Aber man wird sehen. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich den einen Monitor, wo die Auflösung Wahnsinn ist, also halt zum Beispiel 2500 zu 1060, ich nehme jetzt einfach mal diese Beispielmaße, dass ich einfach den für Minecraft nehme, weil ich denke mir, oder generell für Spiele, wobei Minecraft brauche ich ja nicht, doch, ach Gott, ist das schwer. Eigentlich würde ich den Monitor dann für Spiele wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Battlefield nehmen, wo die Grafik richtig schön ist, richtig schnieke. Sorry, one of small. So, geht doch. Und ich mache jetzt mal folgendes: Video Settings 60. So. Das war vielleicht ein Fehler, das so weit runter zu stellen. Ich glaube, auch daran liegt es vielleicht. Kann gut sein. Man wird sehen, man wird sehen. Wie viel Holz habe ich jetzt gesammelt? Ja, komm, Stack mache ich jetzt noch fertig. Fertig. Und das mache ich jetzt. Ah, ich nehme gleich den Baum da. Das mache ich jetzt aber nur, damit ich erstmal nicht ins Lager rennen muss und zweitens einmal die Mauer weiterbauen kann. So, tschüss. So, oder? Pam, 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 pam. Und jetzt renne ich auch eigentlich gleich zur Mauer zurück. Ach komm, habe ich halt nur 62 Stück. Zepplinge, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Liegen da vorne vielleicht auch noch welche? Weil dann sammle ich die gleich auf. What? Genau, das ist so ein Brains. Nein. Was ist das nochmal für ein Slime? Brain Slime oder so? Stirb! Alter! Wie viele kleine Scheiße da drin liegen. Ma. Aua! Hab ich gerade selber getroffen. Warum sterben die nicht? Lebt da noch irgendeiner? Nö. Geilo! Da hat wer eine Torte fallen lassen, einen goldenen Apfel. Wie heftig geil ist das denn? Den Scheiß brauche ich nicht. So, wieder auftauchen. Wobei, Sand brauche ich auch nicht. Und die Torte, die will ich auch haben. Deswegen. Geil, die haben auch einen Sattel fallen lassen. Richtig gut. Was brauche ich nicht, was brauche ich nicht? Ich glaube, ich sterbe gleich. So, jetzt habe ich auch noch eine leckere Torte. Ah, ich finde die Slimes richtig geil, weil zum Beispiel. Ich habe jetzt eine Torte und einfach einen goldenen Apfel gekriegt. Bin ich richtig, richtig cool. Und ja, für alle Leute, die jetzt wissen wollen, was das für ein Mod ist, der Mod heißt Primitive Mobs. Und der kann halt, dass er 10 weitere Mobs ins Spiel einfügt. Wie zum Beispiel diese Slimes oder eine Mutterspinne und so weiter. Aber darauf bin ich in den letzten Folgen so oder so eingegangen. Also,
einfach bei